Das ist der neue Träger von Tauka für euer Zweirad. Und in dem heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie schnell und einfach es ist, wenn wir diesen auf der Anhängerkupplung montieren. Viel Spaß dabei. Ganz wichtig, ihr bekommt dazu auch eine Anleitung, die solltet ihr vorher gut durchlesen. Und ihr seid natürlich für die ordnungsgemäße Montage des Trägers auf der Anhängerkupplung zuständig. Wir machen das einmal jetzt im Schnelldurchlauf und wenn ihr das später macht, macht es bitte gewissenhaft. Wir übernehmen natürlich keine Haftung für unsachgemäße Handhabung. Jetzt geht's los. Okay, als erstes solltet ihr hier diesen großen Hebel nach oben öffnen. Träger anheben und auf die Anhängerkupplung setzen. Natürlich schauen, dass ihr den richtig ausrichtet, dass er sich in Waage befindet und danach den Hebel nach unten runterdrücken. Zum Verriegeln könnt ihr hier diesen Mechanismus nach hinten schieben und einmal den Schlüssel rumdrehen. Abziehen und jetzt ist er auch gegen unbefugtes Öffnen gesichert. Dann habt ihr euren Stecker. Den solltet ihr natürlich ans Auto anschließen. Mache ich jetzt mal nicht im Video. Und hier dieses Abreißseil, auch das am Auto befestigen. Viele machen das so, dass sie den hier drum wickeln und einfach nur einrasten lassen. So natürlich nicht machen, denn wenn jetzt die Anhängerkupplung abfallen sollte, würde dieses Seil auch nichts bringen. Von daher wird das direkt unten am Auto befestigt. Da habt ihr irgendwo eine Öse und da wird der montiert. Wir können gleich mal ein Bild einblenden, wie das aussieht in der Anleitung. Jetzt habt ihr Sicherungen, die könnt ihr lösen und dann die Schienen rausziehen. Meine Empfehlung, zieht euch vorher Handschuhe an, denn wir haben hier Aluminium, teilweise Kanten, die ein bisschen scharf sein könnten. Von daher Handschuhe anziehen, seid auf der sicheren Seite. Jetzt haben wir noch die Rampe, die befindet sich hier unten drunter, die Auffahrrampe. Da haben wir hier auf der rechten Seite eine kleine Rändelschraube. Rausdrehen. Und dann können wir hier die Auffahrrampe rausnehmen und einsetzen. Okay, ihr habt drei Gurte dabei, einen längeren und zwei kürzere. Wichtig ist, dass die kürzeren Gurte hier durch diese Ösen durchgeführt werden. Das bereite ich auch mal vor. Wir haben uns auch schon unsere Gummipads hier oder Schaumstoffpads richtig positioniert. Hier oben geht nämlich der Rahmen gegen und hier seitlich unten die Fußraste. Und dann werden wir jetzt mal die Lightby oben drauf setzen. Hier haben wir unsere Lightby. Wir haben den Akku vorher rausgenommen. Ihr könnt natürlich auch den Akku drin lassen, weil wir mit dem Gesamtgewicht hier bei roundabout 60 Kilo sind und 75 Kilo darf der Träger laden. Ich habe es immer ganz gerne, wenn der Akku draußen sich im Auto befindet. Okay, Lightby hier auf die Rampe drauf schieben. Achte darauf, dass die Rampe richtig eingehakt ist. Nach oben schieben und jetzt nochmal gucken, dass das Hinterrad mittig von der Rampe ist und danach nach oben bewegen. So, wir sind schon drauf. Jetzt mache ich das genau so, dass ich die Fußraste innerhalb des Rahmens befindet und jetzt stoße ich hier mit der Fußraste gegen, oben gegenstellen das Bike, jetzt haben wir hier den Rahmen an den Pads, hier oben nochmal mit dem Sitz und jetzt haben wir sie schon auf dem Fahrzeug drauf und jetzt können wir fixieren. Mit dem langen Gurt könnt ihr jetzt hier den Rahmen befestigen. Wichtig
Wichtig dabei natürlich, dass ihr die Gurte richtig straff anzieht. Und später sollte auch der Gurt nicht mehr beim Fahren durch die Gegend flattern können. Anschließend die unteren beiden Gurte anziehen. Schaut, dass sich hier der Zugmechanismus unterhalb der Felge befindet, damit die Felge nicht zerkratzt. Schön straff anziehen. Und das Gleiche machen wir dann noch vorne. Das war es jetzt mit der Befestigung. Laut Hersteller 3 Gurte, 2 an den Rädern, 1 oben am Rahmen. Wir packen euch noch weitere Gurte in den Karton, damit ihr noch ein paar Gurte dran machen könnt. Ich fühle mich immer sicherer, wenn ich ein paar mehr Gurte dran habe. Man kann zum Beispiel noch hier einen weiteren vorne durchs Hinterrad machen, durchs Vorderrad machen, durchs Hinterrad. Und ich würde noch mindestens einen hier mit an den Rahmen dran machen, damit ihr schön fixiert habt. Dann könnt ihr wieder die Auffahrrampe nehmen, die unten drunter setzen und fixieren oder mit ins Auto reinpacken, wie ihr mögt. Als nächsten Schritt haben wir hier noch die Rückleuchten. Die könnt ihr einfach ausklappen. Und ganz wichtig, da das Originalnummernschild verdeckt ist, vorher das Nummernschild nehmen und ja, beiseite packen und halt hiermit einklemmen. Übrigens, GN steht für Gelnhausen. Den Wagen haben wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von Röth und Beck IT Solutions. Und ja, wenn ihr mal jemanden braucht, einen kompetenten Ansprechpartner im Bereich Homepage-Gestaltung zum Beispiel, packen wir euch mal den Link unten rein. Die sind richtig cool drauf, die machen das richtig gut, haben auch unsere Homepage gestaltet, könnt ihr euch gerne mal bei denen melden. Das war jetzt eine kleine Kurzanleitung, wie ihr den Zweiradträger montieren könnt auf der Anhängerkupplung. Die Lightbee hier, das ist übrigens unsere Club Edition mit einem ganz neuen Heck. Separates Video haben wir da schon auch gemacht, findet ihr oben im Video eingeblendet. Und ja, falls ihr an der Club Edition Interesse habt, könnt ihr die auch bei uns im Shop bestellen. Link ist unten drin. Und bevor jetzt die Fragen kommen, geht das auch mit der Ultrabee oder wie sieht das aus mit der Ultrabee, machen wir das noch einmal für euch mit der Ultrabee. Und jetzt wieder verzurren. Ihr könnt auch bei der Ultrabee hier die Bremsen feststellen. So könnt ihr schon mal verhindern, dass die vor- und zurückrollen kann. Und wenn möglich, macht es zu zweit. Es geht natürlich auch ganz gut alleine. Zu zweit kann immer jemand festhalten, während ihr fixiert. Ist nochmal eine Ecke leichter und es kann weniger bei passieren. Ja, so sieht es aus. Also auch mit der Ultrabee könnt ihr den Zweiradträger nutzen. Der hat, wie gesagt, schon eine Zulassung mit 75 Kilo. Allerdings müsst ihr beachten, dass bei der Ultrabee
ihr den Akku rausnehmen möchtet. In der Straßenvariante hat jetzt hier die Konstellation mit Akku, nämlich 87 Kilo. Der Akku wiegt 21 Kilo und dann seid ihr jetzt mit Akku halt über den zulässigen Gewicht und Akku rausnehmen, dann seid ihr drunter, dann funktioniert es auch. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Mittlerweile ist die UltraView auch schon verfügbar hier in Deutschland. Macht wahnsinnig viel Spaß. Wie ihr sehen könnt, wurde sie auch ganz schön rangenommen. Dafür ist sie ja da, das ist unser Vorführfahrzeug. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich, sage Tschüss, Bye-bye und auf Wiedersehen.